Comedy im Süden. Der Radio 7 Telefon-Track. Ja, grüß Gott, bin ich da richtig bei der Hundeschule? Ja, das sind Sie richtig. Sie, ich wollte fragen, wie das ist, ob ich da auch meinen Hund Waldi bei Ihnen in die Schule geben kann. Könnte jetzt, wollte ich mich da vorher mal erkundigen. Ja, das ist immer so, also je nach Alter, wie alt ist der Hund? Der ist jetzt im Einschulungsalter, der ist jetzt genau 6 Jahre. 6 Jahre. Ich habe da nämlich ein kleines Problem, das ist mir fast ein bisschen peinlich, ne? Weil der ist ja reinrassig. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte mir da so eine kleine Zucht aufbauen. Ne? Aber wissen Sie, er traut sich nicht so recht dran bei den Hundedamen. Wie ist er sonst verträglich mit den Hunden? Ja, normal würde ich sagen, nicht. Aber bei den Hundedamen, da glaubt es gar nicht geht. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht ist der andersrum oder gibt es da sowas? Nein, das gibt es nicht bei Hunden. Das ist einfach so. Hat er jetzt Scheu vor kleinen Damen oder vor grundsätzlich allen Hündinnen oder hat es mit der Größe was zu tun? Haben Sie das schon beobachtet? Ja, der stellt sich da einfach ganz ganz saudum an, nicht? Also, jetzt habe ich mir gedacht, haben Sie da vielleicht auf Ihrer Schule auch einen Sexualkundeunterricht für Hunde oder so? Nee, das haben wir nicht, nein. Ja, aber schade, normal gibt es das an jeder Hauptschule, gell? Ja, das Und wie wäre das, wenn Sie jetzt zum Beispiel das mit dem Kollegen dann das meinem Hund vormachen würden, dass der das dann vielleicht nachmacht? Ach ja, Nachahmung, der Hund lernt zwar über Nachahmung, aber ob er jetzt das gerade lernt, das bezweifle ich dann ganz stark. Jetzt der Telefon. Jeden Morgen neu, um 7:15. Der Radio.